Hi, willkommen zur neuen Folge vom Lustige Witze Adventskalender. Bevor es jetzt gleich mit der Standardfolge losgeht, habe ich heute drei Fragen an euch. Die erste, und diese Frage bezieht sich auf die Folgen nach dem Adventskalender. Soll ich die normalen Freitagsfolgen eigentlich in Zukunft wieder alleine vorlesen, also so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe? Oder soll ich das weiterhin so machen mit Chan, mit Phil, mit Gnichel, wem auch immer? Ich bekomme auf die Gäste oft viel Kritik in den Kommentaren, deswegen möchte ich euch alle jetzt mal oben hier abstimmen lassen. Oder hier, ich weiß es gerade nicht, das ist meistens spiegelverkehrt. Die zweite Frage. Ich weiß natürlich nicht, wo ich nächstes Jahr mit meinem Leben stehen werde und ob ich überhaupt die Zeit dazu finde, das nochmal zu machen. Aber wenn ich nächstes Jahr nochmal einen lustigen Witze-Adventskalender machen sollte, wen möchtet ihr darin gerne sehen? Wen soll ich vor euch fragen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Die dritte Frage. Habt ihr eigentlich schon einen Daumen hoch gegeben? Also wenn nicht, dann wird es jetzt echt Zeit. Ich meine, lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hoffentlich bekommen wir wegen der Trockenheit dieses Jahr keine Probleme mit der Pizzaernte. Alle jammern wegen der Hitze. Außer Chantal, der juckt die Ritze. Sex vor der Eheschließung ist völlig in Ordnung, allerdings stört es die meisten anderen Gäste. Drive-In-Mitarbeiter, willkommen zurück. Ich, willkommen zurück, das ist ziemlich anmaßend. Das Übliche? Ja, danke Stefan. Wie war dein Wochenende? So verschwitzt wie deine Mutter am Gratisbuffet. Alle 11 Minuten geht mir jemand auf den Sack. Ich will schon länger mal ein Versteckenturnier organisieren, aber gute Spieler sind schwer zu finden. Wahnsinn, was ich alles an einem Tag nicht schaffe. Ich bin Weinkenner. Wenn ich Wein trinke, merke ich sofort, ah, Wein. Wenn ich das Geld noch hätte, das ich für Bier ausgegeben habe, dann würde ich mir wieder Bier kaufen. Mit der Autokorrektur stehe ich momentan auf Kriegsfurz. Mein geistiges Level ist so gefallen, dass ich mich selbst nachäffe, wenn ich etwas Dummes sage. In München hat der erste vegane Kindergarten geöffnet. Die Kinder dort dürfen keine Milchzähne haben. Mein Ventilator bekommt dieses Jahr von mir Weihnachtsgeld. Heute habe ich mein Auto mit meinem Sohn gewaschen. Er fragte, Papa, kannst du nicht einfach den Schwamm nehmen? Arschwasser statt Gleitgel. Camping ist der Zustand, in dem der Mensch seine eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Das Einzige, was die Deutsche Bahn gebacken bekommt, sind die Fahrgäste. Bitte eine Schweigeminute an alle 13- bis 15-jährigen Mädchen, die denken, dass ihr Freund sie mal heiraten wird. Memo an mich selbst. Einen heruntergefallenen Kaktus fallen lassen und nicht auffangen. Ich wiederhole, nicht auffangen. Google sagt, dass Siri sagte, dass Alexa hörte, wie Tom sagte, dass ich dich mag. Das Schlimmste, was dir im Wartezimmer passieren kann, sind zwei Frauen, die sich von früher kennen. In der Liste meiner Lieblingstage steht Montag an der 7. Stelle. Bist du bekloppt und nicht blam blam? Dann abonniere Master Jam.